Ja, machen wir mal diese vorrangige Quest hier. Ich meine, wir kriegen dann jetzt wieder irgendwas Neues, einen neuen Shop oder irgendwie so was. PvP, keine Ahnung. Das Land ist im Blut getränkt. Was geschieht hier? Ihr spürt es also auch? Was? Jawohl. Er brodelt unter der Oberfläche dieses unseligen Ortes. Ich biete hier so viel Schutz, wie ich kann. Aber wir sind nie fern von Mephistos Einfluss, von seinen Versuchungen. Hört auf. Ich liebe Versuchungen. Hass ist ein Gift, das man selbst trinkt, um jemand anderen zu töten. Es wird euch zerreißen, so sicher wie eure Feinde. Das Licht schütze euch in diesen dunklen Tagen. Er heil dem Licht. Felder des Hasses, PvP. Samen des Hasses können vom Monster beim Ereignissen und aus Thron erbeutet werden. Dann können von allen aufgehoben werden. Samen werden beim Tod fallen gelassen, beim Verlassen des PvP-Gebiets entfernt. Und permanente roten Staub, in dem ihr Leute. Ihr könnt euch als Feind mal gehen, indem ihr. Sobald ihr als Feind markiert seid, könnt ihr andere Spieler angreifen. Wiedersehen. Um Auserwählter des Hasses zu werden. Als Auserwählter des Hasses können alle Spieler in dem Gebiet eure Position sehen und ihr könnt keine Rituale am Alter des Läuterung durchführen. Wenn ihr überlebt, erhaltet ihr mächtige Belohnung. Ihr verwirkt den Titel als Auserwählter des Hasses, wenn ihr in einer Stadt betreten und das Gebiet verlasst. Weiß nicht, ob das nach so einer guten Idee klingt. Ich wirklich. Das klingt, als würden wir uns zu einer riesigen Zielscheibe machen. Der ist aber so. Das gibt es in so vielen MMOs hier, vielen Online-Rollenspielen. Ja, da kannst du dich auch irgendwie so als PvP markieren. Dann kannst du auf anderen Leute losgehen. Aber die können dann auf dich losgehen. Ja. Also weg hier. Ja. Du hast ein rotes Schwert auf dem Rücken, Daniel. Mhm. Oh, warum leuchten wir denn so? Nur jetzt nicht mehr. Warten. So, wir gehen da oben links. Da ist eine Quest wieder. Warte mal, das heißt aber auch dann Leute, die... die sich als Dings markiert haben, können uns angreifen, ne? Ja. Okay, was ist das denn? Skelettkonstrukt. Aber können die uns dann auch angreifen, auch wenn wir nicht? Also ne, lass mal. Wenn wir was? Also können die uns auch angreifen, wenn wir nicht markiert sind? Also wenn nur die markiert sind? Also. Das ist eigentlich eine Frage, weiß ich nicht. Du kannst es ja herausfinden. Oh Gott! Ich bin zu weit gedüst. Ah. 42, 43, 5, 6, hat. Ich glaube, die haben nicht gemacht, dass ich die Tour geöffnet habe.
Oh, sehr gut. Was denn? Und die so angezogen hast. Ja. Ach, hier ist eine Dungeon. Blutkugeln. Ist das hier draußen oder ist das da drin? Das ist da drin, ne? Ja, da unten irgendwo ist das. Ja. Krypto ist verloren im Monument. Müssen wir da rein? Ja, nehme ich an. Michi geht zu Nairn zurück. Auf einmal. Mhm. Das ist eine andere Quest, wahrscheinlich. Ohne eine volle Hingabe habe ich aktiviert. Lass mal sehen. Ich auch. Oder schon alles. Willkommen, Reisender. Müsst mal so einen Stützpunkt machen. Ja. Mein finden. Weil nicht, um unsere neuen Fähigkeiten hier mal auf die Probe zu stellen. Au! Hallo? Bug? Ah, okay. Okay. So ein bisschen sehr merkwürdig. Ja, einfach okay, gesagt, so nein, nein, ich mache jetzt nicht mehr. Ein Dämonenerz. Man untersucht die Verkündung der Mutter. Habe ich doch schon ein paar Mal. Und Quest erledigt. Okay. No, stand auf Lager. That was easy. Okay. Mir ziemlich sicher, es war sehr wichtig für die Story. Oh, es wäre Tag. Ja, ich bin auch ganz out. Battle Pass Stufe 23. Okay, was ist denn hier los? Okay, was haben wir hier? Kehrt zu Nairn zurück. Die Unglückseligen. Jo. Unser Tänkel konnten wir nicht noch mal hochleveln, ne? Ich glaube Level 65 war das, glaube ich. Ich glaube erst ab Level 60 oder so. Ja, Level 60, 65, irgendwie so weit. Ich renn. Yo. Die Untoten sind vorerst beseitigt. Gerade rechtzeitig für das Ende meiner Schicht. Hat er keine Hosen an? Ruhig, dank euch. Hier ist euer Lohn. Okay. Na, was haben wir noch? Sind die ganzen Quests eines da? Wo ist die andere?
Ach, die große Axt müssen wir noch abgeben. Oh Gott, wo ist denn der? Cat Balu. Nein. Ich habe gerade meinen Stampf eingesetzt. Aua. Wo ist Cat Balu? Da. Zurück nach Cat Balu. Na, können wir eigentlich schon wieder weiter mit der Hauptstory machen. Das kann ich hier nicht tun. Wollen Axt kaufen? Nach Jahrzehnten mit unserer Kriegsmeisterin kein Kratzer. Nach einigen Tagen bei der Trione zerstört. Eine Schande. Der Griff ist zerstört und der Kopf wird zersplittern, noch bevor er auf Knochen trifft. Sie muss repariert werden, auf das Rekors Ruhm die Schneide wieder erfüllt. Ich brauche ein Dämonenhorn, um den Kopf neu zu schmieden. Ich wollte gerade sagen, ja, das klingt nach viel Arbeit, viel Glück. Wie die in den östlichen Klippen. Mit Silberquarz. Ja, mach das doch selber. Er ist in den Höhlen im Norden zu finden, aber selten. Bringt mir dieses Material. Dann werden wir der Trione beweisen, dass das Handwerk der Ochsen Bestand hat. Okay. Unsere Charaktere müssen auch noch verarbeiten. Kann sich bei dir auch nicht bewegen? Oh nein, wollen wir das connected? Ich glaube, wir sind disconnected, oder? So, versuchen wir noch mal. Ich hatte da noch eine andere Quest gegeben, ne? Ja. Gucken wir mal, wo die ist. Die ist. Die ist so ein bisschen auf dem Weg von der Hauptquest. Okay. Die Hauptquest ist in ein Gebiet, wo man noch nicht war. Das ist hier ein bisschen entfernt. Ist Ochsenstamm, die Tante Daniel. Ja. Das ist deine Sippe. Ja. Ich konnte meinen eigenen Stamm, den Bärenstamm. Den was? Meinst du diese Früchte? Oder ist das Obst oder eher? Oh, das sind deine Gebrüder, Daniel. Sind alle so. Nein. Die haben Bären gegessen. Na, da unten ist doch schon wieder eine Sackgasse. Wenn da nichts ist, dann tu mein Schwein pfeifen aus dem Weg. Diese Barrikaden werden mich nicht aufhalten. Aus dem Weg. Ich schicke die Barrikaden nicht kaputt. Hat er denn hier schon jetzt gekocht? Ja, ich habe die Suppe umgestoßen. Oh geil, da will ich reinstampfen. Ja, das wäre schön, ne? Dann stampf ich in die da Suppe rein. Mitten in die Mitte. Ja, ja, du stampfst und mein Golem, der haut dann auch da. Ah. Oh Gott. Ja, ich habe nicht auch. Okay. Ja, ein Paragon-Punkt erhalten. Ich meine, dieser Punkt erreicht. Cool. Ja. Ich wollte hier lang. So.
also nicht aufgestanden, aber ich habe einen so einen Punkt hier, ja, ich weiß, so wie du halt gesagt hast, bin einen Punkt erreicht. Jetzt habe ich einen weiteren bekommen, den habe ich gerade in Stärke eingepackt. Und ich habe sowas von gewusst, hier ist ein Altar von Lilith. Ja, das ist ein Wert, den ich brauche. Stärke. Ja. Ich bin noch immer geil, wie ich diese ganzen Altare finde. Ja. Ja, keine Ahnung, ich sehe mal irgendwo eine Sackgasse und da muss da irgendwas sein. Na, ich finde. Nein. Boah. Wir schnell alle in der Knöller rein. Ich bin noch nicht bereit. Nur hin. Die haben mich zum Wegrennen gezwungen, dann bin ich in den einen dieser Kreise reingelaufen. Rosmarin. Knüppel in Auge. Eine Axt nehme ich mal oder irgendwie sowas. Ja. Hammer. Oder einfach nur ein großer Lolli. Wie heißt Lolli das hier? Bastard Pass? Das ist unser Pass. Ja, da steht da Bastard Pass. Ja, da passen wir hin. Das ist jetzt unser Pass. Bastard. Ich bin unheiliger Bastard. Torheit des Wanderers. Ich kann mir vorstellen, dass innerhalb des Golems ein Untoter drin ist, aber. Ja, ey. So ein Mecker. Ja, das ist dann eigentlich was für mich Sinn ergeben würde. Ich meine, macht keinen Sinn, dass der irgendwie einen Roboter aus der Erde ruft. Oh, was sind diese? Hm. Warte. Nee, das ist keine Sackgasse. Ja, wenn so eine Blutpfütze ja explodieren. Ah, noch ein bisschen. Ah, sehr gut. Ich wollte mich gerade hauen. Ist das nicht schlecht? Ja. Ich meine, ich hab dir den vor der Nase weggezogen. So, was? Da kommen ja noch welche. Hat er ihn gerade wiederbelebt? Der ist gerade gestorben, dann ist er wieder. Ich hab gar nichts wiederbelebt. Du hast die alle angesammelt, ich habe die alle angerammelt. Ah. Ey, dieser eine Typ, der wird immer wieder belebt. Irgendjemand belebt die ja wieder. Aber wer ist denn das? Bist du das? So. Okay, der ist in seine einzelnen Teile zerfallen. Der ist wieder so ein, dann ich habe hier wieder was gefunden, ein Questgegenstand. What? Versiegelte Truhe des Ochsenstamms. Oh, wo? Ernte dämonische Wut von Abscheulichen.
Nein. Oder abscheuliche töten. Nehme ich machen. Ich will auch. Ja, das ist wieder dasselbe wie mit den Geistern. Ja. Also, ich hab jetzt hier so Flammen, wenn ich die töte. Ich will auch. Ich hab nichts. Ich brauche mehr Zeit. Das Festgebiet hier. Hm. Überall sehr schön, wenn ich ein Pisser sind. Mein Gott, sind hier viele Gegner hier. Ah, explodierende. Der wird auch schon wieder abgelebt die ganze Zeit. Ist irgendwo ein Necromancer in der Nähe? Ich glaube, jetzt sind die mit der Rassel immer eh lange. Ich habe gerade so einen getötet und jetzt. Und hier ist ein ziemlich großes Ereignis. Pass auf, das ist ein Explodierender. Pass auf! Na, warte. Ich kämpfe mir vor. Meine Vorfahren auch. Ich hab die Quest noch gar nicht. Ich weiß ja auch nicht, da war von einem Questgegenstand. Log und Betrug, aua, ich bin dagegen gesprintet. Hätte ich aber nicht gedacht, die Ranken sind echt praktisch. Oh nee, nicht schon wieder. Ja, hab den Rattelmann getötet. Go go gaga, Bruder. Glücklose Grenze. Warum nicht glückliche Grenze? Boah. Wir haben hier eine Welt mit dem Engel und alles ist irgendwie zum Kotzen. Wow, Alter, ich sehe das da oben alles. Siehst du das? Ja, ja. Oh nein, oh nein. Oh. Komm da reingestürmt. Oh, ein Paragon-Punkt, ja. Nein. Belohnung verfügbar. Das Ganze auch ein Ding ausgeben. Das ist am besten im Moment für mich hier. Wie sieht das bei dir aus? Das ist auch irgendwie. Beginnst du auch irgendwie von unten? Dann ja, geht's irgendwie so drei nach rechts, dann so drei nach oben, dann hast du irgendwie so was Spezielles irgendwie, so wie das ausschaut. Ja, ich gehe zum Beispiel jetzt erstmal auf Intelligenz, ich weiß nicht. Das erhöht meine Fähigkeiten, den Schaden von meinen Fähigkeiten. Hm. Bei mir ist das relativ easy, glaube ich. Rechts ist bei mir Schaden, links ist bei mir. Ich nicht, weil ich da erhöht kritische Trefferchance, das, also nicht. Das ist mir zu ungenau, immer eine Chance, erhöhte Chance auf irgendwas zu haben. Tentakeln entwickeln sich als nützlicher, als ich erwartet habe. Oh Gott, einfach Gegner. Warte, pass auf, Garnel, da kommt ein Explodierender. Ich bin noch nicht. Ups. Ich
Klar. Da müssen wir überhaupt, wo müssen wir überhaupt machen? Ey. Unterdrückung. Ja. Weiß nicht, wir sind jetzt in dem blauen Gebiet. Erlangt Unterdrückungshorn. Also diese Quetz von dieser Schmieden gerade. Da ist schon wieder so ein Rasselmann. Oh, jetzt irgendwas. Aber glaube ich kaputt machen müssen. Oh Gott! Der viele Gegner. Ich aktiviere meine Tentakel. Nicht bereit. Alle an einem Punkt. Hast du gesehen, wie die alle weggeflogen sind? Ja, ja. Und ich tritt da rein. Sie sehen noch mal. Alter, ey. Oh, da ist ein Boss. Sehe ich gerade. Den ramm ich. Ha, hat geklappt. Ja, so ein Festgegenstand, ein blauer. Unterdrückung, Unterdrückerhorn. Ja, da brauchen wir. Ja, ja. Alter? Nein? Okay. Ich brauche mehr Zeit. Sieht ja aus wie Mordor hier. Unten rechts hat. Ich glaube, du warst noch nie in Mordor. Ja. Okay, jetzt da unten sieht aus wie Mordor, aber hier oben. Okay. Ich glaube, wir sind noch nie so effektiv gewesen, daher als Gruppe. Naja. Wir müssen immer noch irgendwas machen. Ja, ja, also wir brauchen ja mehrere Teile. Wir brauchen jetzt noch Quecksilber und sowas. Das ist aber nicht hier. Das ist da unten. Nee. Und ich wüsste, wo das ist. Ich sehe das nicht auf der Karte. Das ist jedenfalls nicht hier. Dann gehen wir zur Hauptquest. Die ist auf dem Weg. Ja. Party steigt jetzt hier. Ja, irgendwie sind wir schon ganz schön stark auf einmal. Na, das macht Spaß, die alle auf einen Ort zu ziehen. Ne? Ja, ja. Ich brauche mehr Zeit. Zieh sie an einen Ort, dann haben wir einfach alles drauf. Ja, das sind die sowieso, die sind wir dann betäubt und 50% langsamer. Wir haben das Spiel geknackt. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Jetzt ist es nicht mehr lang lustig. Wenn der Welges nicht am Leiden ist, dann hat der Daniel nichts zu lachen. Hm. Boah, ist das weit. Oder geschmissen. Ist wohl die Western-Musik hier im Hintergrund. Ja, nicht schon. Ja, da. Nein, sehe ich schon wieder explodierende. Aber sie kommen. Na, der Golem kümmert sich um die. Fragen wir mal die Wichtigkeit von Crowd Control, ne? Oh ja.
Ja, bei den Anzahl. Dani tut jetzt auch Gegner betäuben. Bei der Anzahl von Gegnern macht das eigentlich schon Sinn, also ein bisschen auf Crowd Control zu gehen. Das hat sowas befriedigendes, weiß ich nicht, die Menge von Gegnern in diesem Spiel hier. Ja. So, oh, da ist ein Wegpunkt. Es ist nicht annähernd so befriedigend, einen Boss zu besiegen, als gegen ganz viele Gegner zu überstehen. Ja. Vater verehrten Seelen. Verehrten oder verwirrten? Verehrten. Was hat die denn gesagt? Ich bin die mal alles. Meine einzigste Fähigkeit, die eine Abklingzeit hatte mit den Tentakeln. Ein Cooldown hat. Ah, ein W-Punkt. Cool. Jetzt müssen wir noch ein bisschen nach unten. Was ist das hier? Das ist für Druide, ja. Ich dachte, ich hätte was für dich gefunden. Was sind hier, als wir im Raum liegen? Die sind ja nackt. Ich hab gerade irgendwelche Gegner getriggert, nee. Mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Ein russisches Badehaus? Sieht hier aber harmlos aus. Ich glaube, wir müssen mal gleich in der Story reden, weil hier geht es irgendwie nicht mal weiter. Na, irgendwie geht es hier nicht weiter. Nur halt. Wo müssen wir denn lang? Da. Jetzt weiß ich, warum das der Pfad der verehrten Seelen heißt. Oh, hey. Alter. Oder? Ja. Paragon-Punkt. Nice, direkt mal ausgeben. Noch mehr Stärke. Ich habe bis jetzt nur 3 Punkte ausgegeben für Stärke. Oh, Intelligenz, ey. Das andere, wenn ich auf die linke Seite gehe, Geschicklichkeit, das ist für kritische. Ja, ich gehe jetzt hier diesen einen Pfad entlang, dann bis so. Ich habe da irgendwie so eine spezielle Sache bei den nächsten beiden. Ja, ich auch. Den Code des Spiels geknackt. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir irgendwie die Stufe erhöhen können von der Welt. Ja. Daniel hat jetzt Blut geleckt, sofort will er wieder aufs Maul. Was ist denn hier los, Leute? Dürfen wir auch mitmachen? Thank you.
legendäres Amulett. Das schaue ich mir doch mal an. Vergleich. Warum ist das schwächer als was ich jetzt habe? What? So, neue Quest. Oh. Ja, pass auf, da kommen explodierende. Ja, sehr gut. Genau, meine Wellen rein. Erdbeben am Laufen? Ja, ja. Muss hier da reingezogen. Stimmt etwas nicht. Haben alle mitgenommen. Alles. Die Trione kam und hat niemanden verschont. Da waren nur noch Staub und Echos. Sie wurden alle gefesselt und zum Berg gebracht. Ich habe die Toten durchsucht, die in den Klippen vertrockneten. Dava und Nara. Sie fehlen noch. Ich kann sie nicht bei den Schrecken der Trione zurücklassen. Ja, da war Öl ins Wasser gekippt. Ja. Adlerflügeln darauf. Ich muss für einen Eintopf wird hier angekocht. Anständig begraben. Na gut, mach du das mal. Oh nein. Wir müssen das machen. Hm. Was ist das? Schon wieder irgendwas, was nicht hier in der Nähe ist. Boah, ist das weit weg. Nee. Dann nehmen wir die andere Quest noch an. Oh Gott, die folgen uns. Keine Sorge, ich blockiere den Weg mit meinen Erdbeeren. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das Erdbeben sah so merkwürdig aus gerade. Okay. Mit dem Holz irgendwie. Warte mal. Ja, so, wer ist er? Stein auf dem Holz. Samira, geht es euch gut? Hold. Wo ist hin? Hast du ja keine Quest? Ja, sehr gut. Die Freude in Daniels Stimme. Ja, geht es euch gut? Mein Bein. Die Soldaten kämpfen gegen die Gegner. Hört mal, in einem dieser Gefäße ist ein Relikt. Daran hängt eine Menge Geld. Mein Boss Rakan hat mir diesen Zauber gezeigt. Keine Worte, nur eine Geste. Genau so. Er schickt das Relikt zurück zu ihm, ihr findet das verdammte Ding, wirkt den Zauber und wir teilen das Geld, ha? Du wartest mich schon bei Geld. Und das ist sogar hier in der Nähe. Was müssen wir machen? Sucht die sengenden Teiche nach dem Relikt. Ich nehme an, das sind diese Ölgetränken. Oh Gott. Und aber in hier. Schreien der Gier. Das ist es nicht. Da konnte ich irgendwie untersuchen. An einen Ort gezogen und dann mit meinem Golem reingehauen. Da
Das ist es nicht. Kannst du die auch untersuchen? Mysteriöser Topf. Das was? Ist es nicht. Ich kann ja so Krüge und Töpfe irgendwie untersuchen. Ja, wir suchen jetzt hier was. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ah, oh, da steht man. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Warum ist es das nicht? Hast du ja schon gefunden? Nee, noch nicht. Das ist es nicht. Boah. Das ist es. Das ist es. Ich hab's. Seltsam. Ich hab's gefunden. Und er hat genauso stumpfsinnig einfach gesagt, das ist es. Wo bist du? Ja, komm mit Daniel. Ja. Ich weiß nicht, ob du halt auch noch finden musst. Hier sind wir fertig. Ah! Oh, stampf da rein. Sehr nice. Deswegen, wir müssen hier lang. Wo lang? Hier lang. Wegen der Hauptstory. Ich geh da rein. Rosmarin. Thema weit. Ja. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten. Ich
nicht mal die trostlose Weite. Voller Trost. Warum nicht die trostvolle Weite? Ich brauche die gehört das Wort trostvoll. So eine Stadt, ich sehe einen Wegpunkt. Nice. Das kann ich hier nicht tun. Oh, okay. Wir haben immer noch die Hälfte der Welt nicht erkundet. Oh cool, da kann man sich das Leichengemessel da unten ansehen hier. Hm, nice. Ich bin hier, Loaf. Und der da auch. Was macht der da? Schnitzt gut, der Messer? Nur leider ohne Armee oder Belagerungswaffen. Elias, hast du mal gesehen, wie ich aussehe? Zweifelsohne ist er im Palast. Hinter der hohen Mauer und den verriegelten Toren. Wir können nicht hindurch. Wir können anklopfen. Ihr wisst, wer es kann. Solaya. Wer bist du denn? Wie viele Nachrichten waren es? Wie lange sitzt Oyun schon bei diesen Schlechtern dort drinnen fest? Sie ist vielleicht die Letzte, die den Tunnel kennt. Falls sie noch lebt. Falls der Tunnel existiert. Ihr vertraut mir nicht. Natürlich nicht. Ihr seid eine Diebin. Vor Jahren wart ihr nützlich, ja. Doch ihr habt offensichtlich andere Gründe für eure Suche nach Oyun. Es geht euch nichts an. Wenn ich nach Oyun suchen müsste, wo würde ich beginnen? Sie hat ein Haus am Marktplatz. Wir wollten uns dort treffen, doch mir war der Weg versperrt. Kommt bitte in einem Stück wieder. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass diese Oyun das Risiko wert ist. Vielleicht überzeugt ihr mich vom Gegenteil. Habt mal ein wenig Vertrauen, Alter. Eine Sekunde. Ich gucke gerade was. Okay. Ich gucke gerade die Stimme von eben nach. Warum ist denn jetzt auf einmal Nacht? Wieso ist auf einmal Nacht? Ich bin gerade irgendwo in den Dungeon aus Versehen reingegangen. Da ist die Stimme von Cid von Final Fantasy 16. Okay. Also den alten Cid. Was? Ich wollte schon sagen, der kommt mir doch bekannt. Ja, der hört sich aber nicht nach Cid an. Ja, ich habe gerade gedacht, irgendwie nur so Game of Thrones irgendwie einige Stimmen. Da kam mir jetzt nicht so bekannt vor. Der hört sich für mich nicht nach Cid an, da hat er aber gut seine Stimme verstellt, ey. Der Geist des Cid ist ja Clive. Ja. Und Clive ist Cid. Und Joshua ist auch da. Okay. Star Wars, die letzten Jedi steht da auch. Aber da steht nicht welcher Charakter. Ja, dann Sachen kenne ich gar nicht. Harry Potter, Titanic, 4 Folgen. What? Hier stehen nur, in welchen Serien er vorgekommen ist, aber nicht, wen er gesprochen hat, ey. Mäusejagd auf der Titanic. Ja, in dem Film kann ich. Wen hat er denn? Er ist ein Meister. Wen hat denn er in Star Wars gesprochen?
Colonel Ansif Gamow. Mal den Namen von dem Schauspieler ein. Ja, habe ich auch. Kenne ich nicht. Colonel Ansif Gamow. Was hast du gesagt? Colonel Ansif Gamow. Ja, sagt mir nichts. Sagt mir auch nichts. Ja, so einen kenne ich alle gar nicht. Fernsehen. Und ein wichtiger Nebencharakter. Also kenne ich alle gar nicht. Okay. Okay. Aber wir müssen da rein irgendwo. Ja, da war ich gerade drin. Als ich wieder rauskam, war da auf einmal Nacht. Bei dir auch Nacht, Daniel? Nein. Meine Welt ist strahlig und sonnig. Kommst du? Ah ja. Ah. Ich habe nicht genug. Wer ist er denn? Den Namen ist gegeben. Ich mich dann so ganz langsam irgendwie geheilt gerade. Da habe ich doch gar kein Heilskill. Ja, ich guck mal, was hier neu ist. Mehr Gegner. Also, ne. Gott. Ich hab gedacht, da war irgendwie nur eine Sackgasse, aber ich glaube, wir laufen ja im Kreis so. Waren halt so Sprungangriffe. Oh, die Gegner, ne? Die sind nicht, wie die auf uns zuspringen. Ich kann auch so einen Sprungangriff auswählen. Ich muss warten. Gott, was geht hier gerade ab? Eine Riesenaxt. Ja, das ist riesig, Daniel. Schon wieder was Stärkeres dabei. Nö. Oh nein, ein Wahnsinniger. Gar nicht durch Steam rollen, ey.
hier noch so? Nichts. Die Gegner lassen es nicht wirklich viel. Da ist nicht viel Widerstand, ey. Nee. Ich suche jemanden namens Oyun. Die Kannibalen haben sie alle getötet. Ich suche jemanden namens Oyun. Die Kannibalen haben sie alle getötet. Nein, die haben die gegessen. Was für nutzlose Informationen. Lass nicht zu, dass sie mich kriegen. Alter. Voll Sprung angefangen gemacht. Der wollte die echt umbringen, ey. Voll Sprung angefangen die gemacht. Na, verdammt. Verdrückt. Ja, beruhigt euch, meine Ahnen, beruhigt euch. Hier ist keine Party am Steigen. Ich weiß nicht. Die Kannibalen holen sich alle. Sie töten und fressen. Aber manche schleifen sie fort zu den Gefängnissen, wie ich gehört habe. Warum sollten diese Monster irgendwen am Leben lassen? Weil die irgendwann satt werden.